Der Portugal-Effekt konnte heute durchaus eine Rolle spielen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte Euro, Dollar und DAX. Es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass nach einem gewonnenen WM-Spiel der DAX sich durchschnittlich besser entwickelt, als wenn ein Spiel verloren gegangen wäre. Und das könnte auch heute so sein. Das einzige Problem liegt darin, dass im Irak die Dinge möglicherweise weiter eskalieren. Die Amerikaner haben gestern darauf börsentechnisch nicht wirklich reagiert, aber das kann sich sehr schnell ändern. In Asien sind die Vorgaben überwiegend negativ, nur der Nikkei hält sich mit 0,29% im Plus, in Hongkong minus 0,6%, noch deutlicher das Minus in Shanghai, knappes Prozent, und auch in Australien geht es bergab mit 0,18%. In China sind die ausländischen Kapitalzuflüsse deutlich zurückgegangen, um fast 7%, also die Ausländer meiden derzeit Investitionen in China und das sorgt hier für schlechte Laune im Reich der Mitte. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig ist und wird. Da ist zunächst mal der ZEW-Index um 11 Uhr, ganz klar. Das ist durchaus ein Datum, das zu beachten ist. Dann die Verbraucherpreise 14:30 aus den USA und zur selben Zeit die Baubeginne und Genehmigungen aus den USA. Wie die Zahlen ausfallen und was Sie sonst interessieren kann im Bereich der Finanzen und im Bereich der Globalität insgesamt, das sehen Sie bei finanzmarktwelt.de, wie der Finanzmarkt und die Welt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der DAX hier in den Tag startet, und zwar mit dem Portugal-Effekt 9.963. Wir sehen hier diese Kerze nach Eröffnung, sah bis kurz vor 9 Uhr nicht wirklich so aus, als würde das so schnell nach oben schießen. Die Frage ist, kann sich das halten? Nächster Widerstand ist jetzt im Grunde an und bei der 10.000er Marke, wenngleich das nicht wirklich ein harter Widerstand ist, weil einfach hier nur wenig Historie vorliegt, die einen Widerstand eben begründen könnte. Auf der Unterseite, da haben wir nach wie vor hier diese Zone 9860 bis 66 und die 9827-30er Zone. Da sind wir jetzt ein gutes Stück weg, und auf der Oberseite natürlich noch zu nennen das Allzeithoch über 10.030 Punkten. Schauen wir uns mal den Euro an, was der veranstaltet. Gestern ja Stärke nach einem Bloomberg-Bericht, dass die Notenbanker erstmal Pause machen werden seitens der EZB. Man will erstmal abwarten, die Maßnahmen, die ja auf der letzten EZB-Sitzung beschlossen wurden, erstmal wirken lassen, erstmal gucken, dass zumindest unter Berufung, berichtete Bloomberg gestern, auf zwei führende Notenbanker innerhalb der Eurozone, mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Aber grundsätzlich dürfte der Euro hier möglicherweise einen Boden gebildet haben. Jetzt ist interessant, ob wir diesen Widerstand, den wir gestern angelaufen haben bei 1,3588, ob wir den überwinden können. Wenn ja, dann ist das nächste Ziel hier durchaus die 1,3670, hier diese Hochs, die wir gesehen haben. All das wird wieder mal ein heißer Ritt werden. Derzeit hat man das Gefühl, dass so ein bisschen die Volatilität wieder ansteigt, ein bisschen mehr Lust in die Börsen kommt. Hoffentlich bleibt das auch so, denn die vergangenen Wochen waren ja teilweise wirklich ein wenig fade. Schauen wir mal heute Abend im Marktgeflüster. Dazu mehr. Bis dann erstmal. Ciao.